Hallo Leute, so Planänderung die zweite. Ich fliege doch auf die Malediven, so wie es aussieht. Aber morgen geht's erstmal nach Bukarest, denn von Bukarest aus werde ich die Maschine übernehmen mit meiner Kollegin zusammen. Und ja, ich werde jetzt dann doch mal die Flossen suchen gehen. Kommt mit, mein Keller ist voll das Chaos. Ich hoffe, ich finde die. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt lohnt. Aber da kann man ja nicht viel anderes machen, außer schnorcheln. Schauen wir mal. Hier hinten hing diese Plastikplane. Und das sah echt aus wie in einem Horrorfilm. Ich sag's euch, Leute. Das ist aufgrund von meinem Wasserschaden. Denn das Wasser ist ja hier komplett in den Keller getropft. Man sieht gar nichts mehr. Ah, gut. Ja. Okay, der Keller von meiner Nachbarin muss komplett getrocknet werden. Shitty. Yay, ich hab's gefunden. 20 Minuten hat's gedauert. Es war in einer Sporttasche versteckt. Richtig dumm. Ich habe mal wahrscheinlich gedacht, es wäre eine sinnvolle, ja, Aufbewahrungsmöglichkeit, aber da habe ich jetzt irgendwie nicht mehr dran gedacht. Hier sind meine Flossen, die habe ich letztes Mal gekauft, letztes Jahr, bevor wir das letzte Mal auf die Malediven geflogen sind. Oh, was? Ich habe heute einen Sprachfehler. Ich habe echt einen Sprachfehler heute. Puh. Hallo Leute, dreimal dürft ihr raten, wo ich jetzt bin. Ja, ich bin auf Malediven, endlich. Wir waren noch einen Tag länger in Bukarest, beziehungsweise noch einen halben Tag länger. Und aus dem Nachtflug wurde dann ein Tagflug, beziehungsweise für uns jetzt doch ein Nachtflug. Und naja, jedenfalls ist jetzt 5 Uhr morgens, ich bin fix und fertig. Und bin jetzt aber irgendwie voll aufgekratzt, weil ich nur einen Tag hier bin und übermorgen schon wieder heimfliege. Und deswegen, ja, irgendwie finde ich es jetzt auch zu schade, schlafen zu gehen. Also ich werde aber kurz schlafen gehen, das muss ich einfach nach dem langen Tag. Ja, der Flug ging 8,5 Stunden, also ich bin dementsprechend K.O. Und ja, aber wie gesagt auch voll aufgekratzt. Und ich werde in ein paar Stunden schon wieder aufstehen und dann den Tag nutzen. Es gibt auch nur bis 9.30 Uhr Frühstück, das heißt, ja, also ich muss mich beeilen. So, jetzt zeige ich euch einmal das Zimmer und ich habe hier auch noch so eine Kiste stehen und zwar... Ich habe hier so eine Kiste auf dem Zimmer, ich weiß nicht, was das ist. Ich werde mal schauen. Ja, das ist übrigens das Hotel, in dem damals der Typ ins Zimmer kam. Und das ist auch das Hotel mit den Riesenkakerlaken. Ich hoffe, ich bleibe diesmal verschont. Ich muss sagen, ich habe ein mulmiges Gefühl, eher wegen den Kakerlaken als wegen dem Typ. Die Tür habe ich abgeschlossen. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie doof die abzuschließen geht. Jetzt wisst ihr dann nämlich auch mal, warum ich das damals nicht so gecheckt habe. Und zwar ist das einfach nur dieser kleine Schnapper, den man einmal so umdrehen muss. Und es gibt keine Kette. Ja, also. So, das ist einmal das Zimmer, wenn man reinkommt. Und hier sind ein paar Blütenblätter auf dem Bett. Voll schön. Und bisher sehe ich auch keine Kakerlake. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, ich habe echt ein bisschen Schiss. So, und weiter geht's. Hier ist quasi die Küche. Machen wir Licht. Und hier habe ich damals die Kakerlake gesehen. So, und jetzt kommt's. Jetzt kommt das Badezimmer, Leute. Und das Badezimmer ist im Freien. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Ich will keine Viecher sehen. Das ist jedes Mal. Wow. Okay. Okay, bisher ist alles gut. Bisher ist alles cool. Alles cool. Es ist auch nur bei Regen doof. Also bei Regen kommen halt die ganzen Viecher hier unter das Dach. Hier ist die Dusche. Ja, bisher gibt es auch hier keine Tiere. Ja, und hier ist noch so eine kleine Terrasse. Oh. So, ich werde mal gucken. Oh! Ich habe das Zimmer von meiner Kollegin. Da steht ihr Name drauf. Die ist allerdings noch gar nicht da. Die kommt erst morgen. Okay, welcome to Maldives, yay! Also, was ist da drin? Oh, cool, da ist was zu essen drin. Haha!
Ach Gott, wie süß. Voll süß, schaut mal. Ein bisschen Brot und ein bisschen Obst. Ein Lunchpaket. Sehr süß. Na toll, also ich habe mich gerade schon halb ausgezogen und habe dann festgestellt, dass ich ja meinen Koffer noch gar nicht habe. Den bringen die jetzt auch gleich erst aufs Zimmer. Ich hoffe, die beeilen sich ein bisschen, weil ich würde echt gerne ins Bett gehen. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Okay, der Koffer ist immer noch nicht da und meine Kollegin hat mir gerade geschrieben, sie hat ihren Koffer auch noch nicht. Und es wird jetzt hell einfach, es ist schon 5:30 und die Sonne geht auf. Tada! Ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich kann da nicht so schlafen. Ich habe dann echt das Bedürfnis, rauszugehen. Wow. Tada. Sonnenaufgang. Ich habe hier so eine kleine Terrasse. Ich finde das hier so, so süß. Aber ich mach mal lieber wieder zu, bevor noch irgendein Viech rein. Boah, Leute, ich wirke bestimmt mega paranoid auf euch, gell? Aber ich bin eigentlich nicht so, nur hier und nur wegen diesen riesen Kakerlaken, die ich letztes Mal hatte. Das war echt so ekelhaft. Ich habe schon auf dem ganzen Flug hierher gedacht, oh mein Gott, wenn ich das wieder habe, ich flippe aus. Also ich weiß nicht, ich habe mich noch nie in meinem Leben so vor etwas geekelt. Und ich bin echt niemand, der sich schnell ekelt. Okay, der Vorhang geht auch nicht ganz zu. Das heißt, ich weiß auch nicht, ey, es ist schon voll spät. Es lohnt sich gar nicht mehr zu schlafen. Und ich will aus der Uniform raus. Ah, da kommt der Koffer. Juhu. Okay. Das Bett ist super hart. Da lebt jemand drin. Und da hinten. Da auch. So witzig. Ah, hallo. Guten Morgen, ihr Lieben. Schaut mal, die Sonne scheint. So. Das ist die Aussicht von meinem Badezimmer. Ja, ich gehe jetzt zum Frühstück. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, es ist jetzt 9 und es gibt bis 9:30 Frühstück. Und ja, ich fühle mich wie gestorben. Ehrlich gesagt, mir tut alles weh. Ich bin heute Morgen aufgewacht von so einem ganz komischen Gackergeräusch. Und ich weiß nicht, ob das in meinem Haus war oder außen. Auf jeden Fall habe ich mich so erschrocken. Ja, ich habe tatsächlich geschafft, ein bisschen zu schlafen, dank Schlafmaske und Ohrenstöpsel. Das war echt ganz gut. Aber boah, als ich aufgewacht bin, ich dachte echt, also wirklich, ich dachte, nee. Nee. Aber das Wetter ist zu schön, um drin zu bleiben. Und deswegen, ich kann hier nie abschließen. Das ist so ein Scheiß. Ich blick das nicht. Aber es ist zu. So. Oh, es ist schön. Es ist so schön. Es ist so schön. So, ich muss jetzt mal schauen, wo es zum Restaurant geht. Ich glaube, da vorne. Schaut mal, wie schön es ist. Ja, also das Bett war echt mega hart. Ja, aber, ach Gott, ja, jetzt geht's so langsam tun die Knochen nicht mehr so weh. Wobei ich glaube, die tun auch einfach von dem Flug jetzt weh. So, ich habe gerade in meinem Badezimmer-Vorgarten ein besonders großes Exemplar von diesen Einsiedlerkrebsen entdeckt. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich finde die so faszinierend. Ah, jetzt hat er sich versteckt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die merken, wenn man sie filmen will. Hallo.
Komm raus. Komm raus. Komm raus. Der ist echt relativ groß. Hallo. Komm. Na komm. Oh, da ist eine leere Muschel. Schale. Wahrscheinlich ist das hier sein altes Haus. Sein ganz altes Haus. Ich finde die so cool. Na komm, lauf. Komm. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Das war so klar. Ja, ich war gerade ein bisschen im Zimmer und habe jetzt gerade festgestellt, dass es geregnet hat. Aber ja, oh, dieser Sommerregen ist schon wieder vorbei. Ah, oh, da hinten läuft noch einer. Einer mit einer weißen Muschel auf dem Kopf. Ha! Er kommt wieder raus, er kommt wieder raus, er kommt. Ich versuche jetzt mal ganz leise zu sein. Okay, ich glaube, er hat Angst vor meinem Handy. Hat sich gerade ganz, ganz hektisch zusammengezogen und jetzt steht die Muschel hier so. Das ist so süß. Du armer kleiner Krebs, komm doch raus, ich mach dir nichts. Jetzt stellt er sich, glaube ich, tot. Hallo. Okay, ich tue mal einfach so, als wäre ich nicht hier. Ich stelle mich auch tot. Da kommt ihr gleich wieder raus. Da ist auch eine. Hallo. So, nachdem der Krebs keinen Bock auf mich hatte, habe ich gedacht, ich gehe mal auf meine Terrasse und zeige euch mal die andere Seite vom Meer. Beziehungsweise die Seite, ja, einfach hinter meiner Terrasse. Tada, da ist so ein Steinhaufen, der ist dazu da, um die Wellen abzuhalten. So. Gehen wir mal. Das ist hier alles so ein bisschen steiniger und ja, sehr naturbelassen, würde ich sagen. Und sehr, sehr flach. Also schwimmen kann man hier nicht. Hier im Hintergrund hört gerade jemand Despacito in einem der Nachbarhütten hier. So, jetzt regnet es gerade richtig, richtig, richtig heftig. Ja, so ist es hier ganz, ganz oft. Es ist immer noch sehr, sehr warm und ich glaube, die Kamera beschlägt auch gerade. ja. Sehr tropisch. Eigentlich wollten meine Kollegin und ich jetzt gleich mal ein bisschen spazieren, aber wir warten jetzt noch einen Moment. Ja, also das Spazieren muss jetzt definitiv noch ein bisschen auf sich warten. Ui, und schaut mal da hinten. Ui. Sudele, ich hole jetzt meine Kollegin in ihrer Hütte ab und dann laufen wir mal ein bisschen rum und schauen uns die Insel an. Okay, heute Morgen war es noch nicht so heiß. Jetzt ist es richtig, richtig heiß draußen. Oh je. Echt krass, auf jeden Fall. Puh. Aber gut. Vorhin noch gesagt, irgendwie ist es gar nicht so heiß. Oh. Das ist auch sowas. Also, man muss die Tür von innen abschließen. So. Jetzt mache ich sie auf und wenn ich sie jetzt zuziehe, dann ist sie zu. Aber ich kann sie nicht abschließen anders. Genau, jetzt ist sie zu, ja. Aber ich kann von außen nicht abschließen. So strange. So,
das war's mit dem Strandtag. Wir sind nicht wirklich weit gelaufen und wir haben auch nicht wirklich einen richtig schönen Strand gefunden, leider. Irgendwie war da überall wahnsinnig viel Seegras und teilweise auch Steine. Also es war echt so ein bisschen schade. Hier läuft schon wieder Despacito, aber das ist irgendwie vom Tennisplatz, glaube ich. Das ist gar nicht von einer anderen Hütte. Ja, auf jeden Fall, genau, war das ein bisschen schade. Jetzt bin ich platt und habe Hunger und habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Es ist 4. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch was esse oder ob ich warte bis zum Abendessen. Es ist halt schon noch lange. Jetzt mal gucken, ob der Mensch da war. Der war nicht da, glaube ich. Der Cleaning-Mensch, war der hier? Ich weiß nicht. Ich glaube, der war gar nicht da. Man kriegt aber eigentlich am Tag eine Flasche Wasser. Wo hat er die denn? Vielleicht hat er die doch hingestellt. Ist hier in den Kühlschrank? Nee. Mir ist gerade ein Smoothie aus dem Kühlschrank gefallen. Oh, ich habe nämlich noch Smoothies aus Germany dabei. Die muss ich auch noch trinken, weil morgen prostet ich hier nach Hause. Das heißt, ich kann morgen keine Getränke mitnehmen. Gott, wie sehe ich eigentlich aus? Voll fertig. Oh, ich habe Sonnenbrand auf der Nase. Trotz 50er. Okay, ich habe jetzt gerade angerufen und mal gefragt, wo das Cleaning-Personal war oder wann die kommen. Und jetzt meinten die, die kommen erst abends um 7. Aber eigentlich kommen die auch mal morgens und man kriegt morgens und abends eine Flasche Wasser. Und ja, ich habe allerdings keine Flasche Wasser. Also, ich habe Durst, ich habe sehr Durst. Und jetzt habe ich da angerufen und warte jetzt schon seit einer Viertelstunde, glaube ich, auf das Wasser. Also, es bleibt spannend. Ich hoffe, es kommt. Das Doofe ist jetzt, dass ich eigentlich schlafen wollte kurz, weil ich heute Morgen nicht so lange gepennt habe und oder ich wollte duschen. Ja, so, das kann ich jetzt beides nicht machen. Jetzt liege ich hier auf dem Bett und warte aufs Wasser. Hätte mir vielleicht vorher überlegen sollen, ob ich da anrufe oder nicht. Aber ich dachte halt, ich frage mal nach, wann denn normalerweise das Cleaning kommt und so, ne? Naja, auf jeden Fall nervt mich das hier so ein bisschen. Ich brauche Wasser. Ich habe Durst. Wasser ist da. Juhu! Oh, schaut mal bitte, wie schön er ist, der Einsiedlerkrebs. Der hat ein richtig, richtig schönes Haus. Hallo. Na du? Süß, oder? Ich wollte gerade duschen gehen und habe da hinten dieses, seht ihr das? Wow. Oh Gott, ich habe mich gerade voll erschrocken. Das ist nur so ein Aufhänger für die Wäscheleine, aber davor habe ich mich gerade erschrocken. Auf jeden Fall habe ich das da gesehen. Und gedacht, es wäre eine Kakerlake. Ist es aber nicht. Es ist ein Grashüpfer, Gott sei Dank. Und nebendran an diesem Stock, da saß dieser oder sitzt dieser Krebs. So, Gott sei Dank war das keine Kakerlake. Gott sei Dank. So, ich gehe jetzt mal duschen. Outside Shower. Ja, irgendwie auch komisch sowas. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer Angst, dass man einen Docht ansieht oder so. Das ist so lustig. Ich habe hier gerade entdeckt, dass hier ganz, ganz viele sind. Da ist eine und da bewegt sich eine. Das ist so lustig. Und das da ist auch einer. Und das Kleine auch. Und das da, glaube ich, auch. Da ist überall einer drin. So süß. Die wohnen hier alle in meinem Garten. Und da hinten ist noch einer. Oder geht es gerade weiter? Da bewegt sich was. Das ist so süß. Schaut mal. Der ist auch relativ groß, der Freund hier hinten. So lustig, echt. Lustige Viecher. Tada! Aber die haben alle so ein bisschen Angst vor mir, die sind alle schüchtern. Und da hinten ist auch noch einer. Und da auch. So lustig. Und hier ist einer. Hier. Der ist auch gerade zusammengezuckt. Der hat auch so eine schöne Muschel. Guck mal bitte, wie schön die ist. Wie schön ist denn die Muschel? Wie schön ist denn bitte die Muschel hier? Die ist so schön. Komm, zeig dich doch mal mit deiner schönen Muschel. Der hier ist gerade runtergefallen. Oh, du Armer. Komm, ich dreh dich wieder um. Komm. Dreh dich wieder um. Der hat ein richtig schönes Haus. Schneckenhaus. Hübsch. Der hat ja auch ein schönes Haus. Wie schön ist das denn bitte? Und der hier hinten hat das gleiche.
Ciao. Okay, ist vielleicht auch echt ein bisschen traurig, dass ich hier nichts Besseres zu tun habe, als Einsiedlerkrebse zu verfolgen und zu stalken. Aber die sind so lustig. Ich finde die alle so individuell. Ha! Da ist wieder der Riesenbrummer von vorhin. Oh mein Gott, ist der riesig. Schaut mal bitte die Scheren an von dem. Okay, Leute, kennt sich irgendjemand von euch mit Einsiedlerkrebsen aus? Wenn ja, dann habe ich eine Frage an euch. Und zwar, der hier hat jetzt ja lilane Scheren. Und sein Panzer ist auch so rot-lila und er selbst ist auch so rot-lila. Der da hinten, okay, der ist jetzt mintgrün, der ist eher so ein bisschen rosa. Also er selbst ist rosa und die Schale mintgrün. Und ich habe so das Gefühl, die sind so ein bisschen angepasst an ihr Haus. Aber die ändern doch ihr Haus. Also die lassen doch ihr Haus liegen, wenn sie wachsen und dann gehen sie in das nächste Haus und so weiter. Und jetzt frage ich mich, können die ihre Farbe anpassen? Passen sie sich an das Haus an, damit sie ein bisschen besser getarnt sind? Ich meine, das gibt es ja, ne? Es gibt ja im Tierreich Tiere, die sich tarnen können. Chamäleons und so. Und das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil irgendwie fand ich das gerade sehr faszinierend, dass er selbst genauso aussieht wie sein Haus. Und dann gibt es die anderen, die sind eher so ein bisschen grau-grün und die haben dann auch so ein grau-grünes Haus. Ist das Zufall? Okay, diese Outside-Duscherei war gerade richtig, richtig geil. Ich muss echt sagen, mit dem Hintergrund hier, mit den Palmen und den vielen kleinen Freunden hier im Garten, meinen neuen Freunden, den Einsiedlerkrebsen. Ja, ich habe viele Haustiere hier, sehr schön. Ja, das duscht sich doch ganz gut so. Also auch nicht, dass ihr denkt, ne, ich dusche hier nicht direkt mit den Krebsen, sondern hier geht nochmal so eine Stufe runter. Unter dieser Stufe, unter dieser Treppe, da wohnt der Große, der ganz Große. Wahrscheinlich ist er der Boss, oder? Ich denke, er ist der Boss. Der ist riesig, also im Vergleich zu den anderen ist er bestimmt 3 oder 4-mal so groß. Ein Riesenvieh. Ich wette, wenn ich das Haus hochheben würde, wäre es auch richtig schwer. Aber ich traue mich nicht, weil die mögen das nicht und ich möchte ihn auch nicht verschrecken, ne? Der hat ja auch ein bisschen Angst, der hat ja vorhin auch schon Angst gehabt. So. Seht ihr das hinter mir, der Sonnenuntergang? Schaut mal bitte, so schön, so, so schön. Ich habe einen Gecko auf der Terrasse. Er ist sehr klein. Tada. Auch kleiner. Oh Gott, ey, ich bin ja auch nur am Tiere filmen und fotografieren. Das ist echt schlimm. Aber die sind so süß und exotisch. Okay, sehr geil. Ich habe gerade erfahren, dass ich länger hier bleibe und morgen nicht heimfliege. Und zwar wäre ich ja sowieso in 5 Tagen wiedergekommen oder in 4 Tagen, je nachdem. Und dafür lohnen sich ja 24 Stunden Proceeding nicht so. Also ich müsste hier wirklich, also das Proceeding war wirklich 24 Stunden und wäre ja dann auf dem Hinweg wieder hierher auch wieder bei 24 Stunden. Und ehrlich gesagt ist es so anstrengend, dass ich es nicht schlimm finde, jetzt hier zu bleiben. Und ich bleibe einfach bis wahrscheinlich kurz vor Weihnachten. Also richtig, richtig krass. Mir fällt gerade ein, ich finde es so lustig, ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk, an dem meinem Horoskop stand. Sie werden im November, Dezember keine Zeit haben, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, also sorgen Sie vorher vor. Und ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich dachte, warum soll ich keine Zeit haben, Weihnachtsgeschenke zu kaufen? Wir sind doch immer irgendwo, wo man shoppen gehen kann. Ja, diesmal sind wir auf den Malediven, hier kann man nicht shoppen. Überhaupt nicht. Aber gut, macht auch nichts, muss man auch nicht. Ich bin gerade froh, mal nicht zu shoppen. Und dann werde ich halt irgendwie Last-Minute-Weihnachtsgeschenke shoppen. Auf jeden Fall ist das ja nicht das Einzige. Das ist eigentlich jetzt überhaupt gar kein Problem. Mir fällt das nur gerade ein. Aber ich freue mich gerade so, weil morgen kommt meine andere Kollegin noch. Und ich freue mich voll, dass ich dann auch noch Zeit mit ihr habe. Und ja, es ist einfach mega cool, weil einerseits hätte ich es jetzt nicht schlimm gefunden, heimzugehen. Andererseits finde ich es gerade so eine Erleichterung, dass ich morgen nicht 24 Stunden proceeden muss. Nur hätte ich das gewusst, dass ich so lange bleibe, dann hätte ich mir noch ein paar Bücher mitgenommen. Ich habe jetzt nur ein Buch dabei. Aber gut, Laptop ist ja auch da und so, ich gehe jetzt mal essen. Ich habe Hunger. Also, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, weil es hier auf meinem Weg so stockdunkel ist. Ich sehe gar nicht, wo ich hintrete. So, hier ist jetzt mal ein kleines Lichtchen. Aber das war's auch. Der Weg zum Dinner ist ein bisschen dunkel und spooky. Schaut mal bitte, schon ein bisschen spooky, oder? Und hier ist überall Dschungel, das seht ihr jetzt auch nicht. Ich meine, hier auf der Kamera ist es noch mal viel, viel dunkler.